Herr Editor, das ZDF hat Sie neulich in diesem Frontalbeitrag Angstmacher genannt. Machen Sie den Menschen Angst? Im Gegenteil, ich gebe Ihnen Argumente gegen die Angst, die von der etablierten Politik hervorgerufen wird, durch Vorbereitung von Kriegen und durch Überschwemmung des Landes mit Millionen von Zugereisten, die eingebürgert werden sollen, ohne dass das Volk je zugestimmt hat. Das macht den Menschen Angst und ich versuche, sie darüber aufzuklären und sie dazu zu animieren, dass sie ihre Rechte in die eigene Hand nehmen. Der andere Titel war Verschwörungstheoretiker. Schafft Ihnen das inzwischen mehr, Abschreckung oder vielleicht sogar Anziehung? Naja, ich würde sagen, Verschwörungstheoretiker ist mittlerweile ein Gütesiegel. Es sind die Journalisten, die ihre Aufgabe noch ernst nehmen, nämlich nach Verknüpfungen, Hintergründen, Drahtziehern, Finanziers zu schauen. Das ist eigentlich das Brot- und Buttergeschäft für einen Journalisten. Aber die etablierten oder die Lügenpresse, wie wir sagen, die machen das schon längst nicht mehr. Wann glauben Sie denn, dass die schweigende Mehrheit Mut zur Wahrheit findet? Naja, wir haben im Osten, wo die Menschen noch nicht so gehirngewaschen sind durch die westliche Propaganda, haben wir besseren Einfluss. Da gehen die Leute auf die Straße. Wir haben mittlerweile in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, haben wir bestimmt 20, 30 Städte und Gemeinden, wo es regelmäßige Demonstrationen mit 3, 4, 5 bis zu 20.000 Leuten gibt, die sich treffen, gegen den Asylwahnsinn demonstrieren. Das ist wirklich sehr erfreulich und ich glaube, es wird eben wie 89 sein, dass die Volksbewegung von den Straßen von Dresden und Leipzig ausgeht und dann Berlin erfasst und dann hat die Regierung fertig. Können Sie sich noch an Ihren letzten Satz erinnern vom Vortrag heute? Ich habe gesagt im Duktus von Merkel, ja, wir schaffen das. Der letzte Satz war, wir sind das Volk und wir kommen wieder. Ganz genau. Also das Volk kehrt zurück auf die Bühne der Weltgeschichte und die Etablierten und die Eliten, die alles ohne das Volk machen wollten und trotzdem von Demokratie sprechen, die werden nicht das letzte Wort haben.